Wir sind wieder da, diese Woche auf Deutsch das Ganze. Wir spielen noch einmal Werbemillionär, die US-Glock-Variante. In Kombination mit dem Zocker-Special, was heute Abend läuft. Zwei Formate, eine Gewinnsumme 2 Millionen Euro. Let's play! Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wird Millionär? Beziehungsweise Who wants to be a Millionaire? Heute in Deutsch kombinieren wir zwei bekannte Formate. Einmal aus Deutschland das Zocker-Special, wo es um 2 Millionen heute Abend bei RTL gehen wird. Und wir kombinieren das Ganze mit der US-Clock-Variante. Also wir spielen gegen die Zeit mit den Regeln des Zocker-Specials. Was genau das ist, erkläre ich gleich. Erstmal bringen wir Kandidat 1 ins Spiel und wir beginnen auch direkt. Los geht's! Dankeschön. So. Was ist denn eigentlich genau dieses Special, sagen wir mal? Also, es sind auch hier 15 Fragen zu 2 Millionen Euro. Aber der Clou der ganzen Sache ist, da wir hier die US-Clock-Variante dabei haben, haben wir einmal für die ersten 5 Fragen jeweils 15 Sekunden Zeit zum Antworten, für die nächsten 5 30 Sekunden und für die letzten 5 oben 45 Sekunden. Das Besondere dabei ist, man darf bis einschließlich 16.000, also für die ersten 9 Fragen, sollte man keinen Joker verwenden. Hat man die 16.000 geschafft, kann man jeden Joker verwenden, wie man möchte. Allerdings ist die einzige Änderung in dieser Spielregel, die einzige Spielregel, die geändert wird, ist, den vierten Joker kriegt man direkt, man muss nicht mit bis ab 1.000 Euro erspielen und benutzt man vorher einen Joker, ganz klassisch beim Joker Special, dann sind alle anderen 3 deaktiviert. Wenn man einen Joker bei 32.000 einsetzt, hat man nach wie vor alle anderen Joker auch. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ob wir diesen Punkt standhalten können, gegen die Zeit und mit einem dieser 4 Jokern. 32.000 sind nicht sicher. Ich sage mal, let's play! Was schaffen wir? 15 Sekunden Zeit. Die Frage lautet, was ist größer als Deutschland? Klaas Kleber, Helmut Schön, Claudia Jung, Frankreich. Ha, die Frankreich. Für 100 geschafft. 200 Euro. In Casablanca heißt es, ich sehe dir. In die Karten du Depp, in den Ausschnitt Babe, in die Augen Kleines, in die Wanne Eichel Woll. In die Augen Kleines See. 200. 300 Euro. Vor dem Traualtar steht der glückliche Bräutigam in der Regel mit einem Ass im Ärmel als Kreuzkönig mit seiner Herzdame wie Pik 7C. Geschafft, 300, 500. Rücken von hin wieder das Fell. Trimmen, dressieren, tonen, trainieren. Trimmen, A. Stimmt auch von 500. Und für 1000. Bei welcher italienischen Spezialität handelt es sich um Käse? Gorgonzola, Pecoroni, Mozzarella, Mortadella. Das müsste D sein. 1000 Euro. Sekunden Zeit. Die Frage lautet, wie wird die Metropolitan Opera in New York genannt? Metropa, Met Opera. Das ist die Metro, glaube ich. Ah. Ach ne, warte mal, scheiße. Nein, fuck it. Met, stimmt. Ja, ist gut, ist gut. Ich bin schon ruhig. Wir machen die nächste Runde einfach. Na, das fängt doch super an. Nächste Runde.
die Regeln sind klar, wir starten direkt. Let's play. 15 Sekunden Zeit. Frage. Wofür interessieren sich Numismatiker? Weil ich glaube, Dukaten, wir hätten sie schon Dukaten B. 200. Was verbuchen Geschäftsleute, die viel verkauft haben? Hoher Absatz mit Ledersohle, langer Schnürsenkel, bequemes Fußbett. Hohen Absatz. 300. Revolverhelden haben schnell den Finger am Anzug, Aufzug, Abzug, Gummizug C. 300. 500. Hat ein Vertreter der Familie der Hirsche, das den Kampf aufgeben muss, wirklich das? Wiederholen, zusammenfassen, Fazit erstellen, rekapitulieren. D. 1000. Welche Spezies konnte man im Januar im australischen Dschungel beobachten? Dick Willy, Dünn Dieter, Langhans, Kurzhorst. Langhans. Zeit. Die Frage lautet: 2000. Den Gesamtbestand an Wertpapieren von Unternehmen oder Privatpersonen nennt man Necessaire, Portefeuille, Portemonnaie, Negligé. B oder D? Ich weiß es nicht. Ich will keinen Joker nehmen. Mann, fuck. B oder D? Portemonnaie ist es auch nicht. B. Yes! ...4000. Welche Rolle spielte die kürzlich verstorbene Ute Mora in der Lindenstraße? Bertha Kiese, Helga Beimer, Else Kling, Isolde Pavarotti. Da fragst du mich was. Scheiße, das weiß ich überhaupt nicht. Ich muss einen Joker nehmen. Und ich befrage das ganze Publikum. Die Frage folgt in den Kommentaren. Ich habe keinen Joker mehr. Welche Rolle spielte die kürzlich verstorbene Ute Mora in der Lindenstraße? Bertha Kiese A. Helga Beimer B. C. Else Kling oder D. Isolde Pavarotti? ...84% sagen A und den Rest machen wir alleine. A. Stimmt. ...8000. Der 100. Teil welcher Einheit wird nicht durch die Vorsilbe Cent gekennzeichnet? Gramm, Meter, Liter, Hektar. Zentimeter gibt es, Zentiliter, Zähl gibt es auch, Zentihektar. Ich würde sagen. D. Stimmt. Ging nochmal gut. 16.000. Bei seinen 83 Tagen um die Welt reist Jules Verne's Held Phileas Fogg nicht per Flugzeug, Schlitten, Elefant, Eisenbahn. Das dürfte nicht. Was war das? Flugzeug oder Eisenbahn? Schlitten, Elefant, ja, Flugzeug. Ich würde sagen. A. Ah. Er reiste mit einem Luftschiff, aber kein Flugzeug. Das ging nochmal gut. K.
kein Joker mehr da, das ist 32.000. Für Annalena Krönefeld aus Nordhorn war 2009 ein Erfolgsjahr, denn sie... Oh je. Bestimmte Sportlerin. Bekam einen Oscar, siegte in Wimbledon, erhielt einen Nobelpreis oder wurde Miss World. Krönefeld. Habt einfach keine Ahnung. Soll ich was nehmen oder soll ich aussteigen? B. In der letzten Sekunde geantwortet. Es stimmt. Ja. Vierundsechzigtausend, alte Schwede. 45 Sekunden Zeit. Die Frage. Wie viele Artikel umfassen die Grundrechte im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland? 3, 19, 59, 146. Artikel für die Grundrechte. Das sind 3 ist es nicht, 59 ist zu viel. Es müssten 19 sein, B. Und auch das stimmt. Geil. ...125.000. Wer moderiert das Magazin Blitz? Susan Edgeworth, Silvia Laubenbacher, Caroline Beil oder Anna Bosch? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das weiß ich jetzt definitiv nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, vielleicht entweder C oder D, aber ich steige hier aus. Es reicht mir. Stopp, ich steige aus. Und wenn ich hätte tippen müssen, ich hätte wahrscheinlich, sagen wir mal, C genommen. Die richtige Antwort wäre tatsächlich C gewesen. Ah, das ist ärgerlich. Schade. Aber 64.000 und wir machen weiter in der nächsten Runde. Und weiter geht's direkt. Die Regeln kennen wir ja auch, die sind immer zu erklären, nötig. Let's play! 15 Sekunden Zeit. Die Arbeitsgelegenheit mit mehr Aufwand, Entschädigung, wie es im Amtsdeutsch heißt, kennt man umgangssprachlich als Haufen Monetenberuf, paar Krötenjob, wenig Kohle Maloche, 1-Euro-Job. D. Gastfreundlichkeit demonstriert man gerne mit der Floskel immer rein in die Stube. Gute Stube C. Alter, mein Hals. 300. Wie wird der Finanzminister der britischen Regierung bezeichnet? Darlingminister, Herzlerpräsident, Schatzkanzler, Schnuckreferent. C, Schatzkanzler. Wobei handelt es sich um eine Selbstverwaltungskörperschaft des öffentlichen Rechts? What? Selbstverwaltungskörperschaft des öffentlichen Rechts, aha.
Handwerkskammer, Kocharena, nähstübchen Arbeitszimmer. Ah. Wie lautet ein Epochenbegriff in der neueren Geschichte? Ausbesserung, Restauration, Instandsetzung, Renovierung. Restauration B. Sekunden Zeit. Wer gehört zu den wilden Hühnern? Sprotte, Kabeljau, Sardine, Stichling. Die wilden Hühner? Bad. Ich sag mal Sprotte A oder was? Stimmt. War die Großmutter entrüstet, rief sie. Schockschwere Not, Schreck, schlimmes Übel, Graus, großes Elend, Himmel, Höllen, Qual. Ah, schockschwere Not. Wo zahlt man mit Enguldrum? Bangladesch, Singapur, Bhutan, Nepal. Enguldrum. Bangladesch ist falsch geschrieben, Singapur ist falsch, C, Bhutan. Wer wurde, was er ist, weil er beim Kartenspiel schummelte? Der kleine Vampir, die kleine Hexe, Humuckel, Huibu. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, gerade. Ich bediene mich nochmal des Publikumstokers. So, kurz vor der Grenze der Joker nochmal. Wer wurde, weil das er ist, weil er beim Kartenspiel schummelte? Der kleine Vampir, die kleine Hexe, Pumuckl oder Huibu? ...77% sagen Huibu. Zeit läuft. D. Er spielt den schwarzen Peter. Ja gut, ne? Wieder keine Joker mehr da, 32.000. Die Musical-Version welches 23 Jahre alten Kevin Costner Film ist, hat er im November Deutschland Premiere. Bodyguard, der mit Wolf Tanz, Robin Hood, Waterworld. War das nicht die? Ich weiß es gerade nicht, warte. Waterworld, Robin Hood. Ich sag D. Nein, das war A, Bodyguard. Damit gehen wir mit einem Tausender raus. Und ich muss auch sagen, die Folge ist schon hier vorbei. Denn es war ein toller Abend. Die erste Folge war sehr genial in diesem System. Wir haben angefangen in der ersten Runde 1.000 Euro zu wollen, in der Runde 2 64.000 und jetzt in der dritten auch leider 1.000 Euro. Spannendes Spiel, spannende Variante. Mit den Zeiten, die Joker-Prinzip zocken, mag ich sehr. Und morgen geht's weiter, oder müssen wir auch nochmal 3 oder 5 Folgen
schauen wir mal. In jedem Fall danke fürs Zuschauen. Bis morgen und habt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.